Ein Stall bräuchte sie schon, aber was für einen? Einen eigenen. Ich will auch nicht unbedingt für ein einzelnes Pferd so ein gleich. Habe ich die nicht eingesammelt? Einen gleichen Stall und so groß machen wie da hinten. Vielleicht. Ich hätte eigentlich gedacht, ich mache hier ein kleines Haus. Aber wo hinten? Ah, noch mehr Fleisch. Wohin? Ich könnte ja auch das jetzt hier im Haus umfunktionieren. Oh, das ist so klein. Das ist noch mehr Fleisch. Und ich mache da ein neues Haus hin. Hier ungefähr. Mache ich jetzt hier dann noch so einen kleinen Weg hin und dann mache ich hier ein Haus hin. So ein kleines. Ach, aus Stein? Nee. Pferde. Ja. Stein ist nicht unbedingt toll für Pferde. Ich glaube, der Boden bleibt sowieso Gras. Ich glaube, ich mache es ein bisschen länglicher. Wieso nicht? Ich hole mir jetzt ein bisschen Holz und ein bisschen Stein, weil eine Grundmauer brauchen wir ja, weil sonst ist es nur so eine kleine Holzhütte. Wir sind hier am Meer, da braucht nur eine Welle mal kommen und das Haus ist weg. Genau wie mein Bürgermeisterhaus. Eine Welle und mein Haus ist zwar nicht weg, aber beschädigt. Vor allem der Dachboden. Okay. Das nehme ich mal mit. Mehr noch nicht. Und Holz. Dann nehme ich auch mal einen Stack mit. Mehr noch nicht. Sollte halt, was haben wir sonst noch an Holz? Ja, vielleicht. Ein Dach braucht es eigentlich auch nicht unbedingt. Ist ja toll, wenn es mal regnet. Oder willst eher, weil dann kannst oder nicht, dass nicht alles überdacht ist. Dann kannst du mal einen Regen rausgeben, wenn sie will. Und ansonsten kann sie schlafen irgendwie. Es gibt auch, man kann ja jetzt auch Weizen zu Stroh machen, oder? Mist, ich habe keinen Weizen. Zu Strohballen. Das könnt ihr essen werden. Kann man das überhaupt essen? Das sehe ich mal jetzt nach. Ich habe jetzt mit Minecraft-Trick auf dem Laptop offen. Ach, Kommentare habe ich auch noch. Da ist wieder ein Kommentar übrigens, den von John. Ich kann mich nicht erinnern, den gelesen zu haben, aber er hat ein Plus ein Like von mir. Dabei ist der lustig. Habe ich ja mal gesagt, wie John aus der Mine rausgekommen ist und dann verhungert ist am Eingang, habe ich ja gesagt, ich finde es lustig und hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Da hat er darauf geschrieben, ach was Winter, ich nehme es leicht. Das wird verhungern. War wie in einem Blockbuster. Typ kommt aus Höhle, durchatme, die Sonne, yeah, geschafft! Einen Schritt und tot umkipp. Was noch? Ich sollte mir die Kommentare wirklich öfter merken. So, aber jetzt Strohballen oder irgendwie sowas. Oder Weizen. Vielleicht finde ich so eine Weizen. Ja. Ein Strohballen gibt 9 Weizen. Und 9 Weizen geben einen Strohballen.
Okay, und wofür ist der Strohball denn gut? Ah, Strohballen sind dekorative Blöcke, die auch zum Füttern von Pferden genutzt werden können. Man kann sie ähnlich wie Holz und Quarz seitlich platzieren, außerdem dienen sie zur platzsparenden Lagerung von Weizen. Wir müssen sowieso mal mehr Weizen machen. Okay, Herstellung, Verwendung, Trivia. Okay. Und sonst gab's da nichts. Okay. Dann wissen wir auch Bescheid. Unser Pferdchen kriegt also auch was zu essen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich brauche, ja, ist egal, da mache ich es mir eben. Ich brauche Zaun. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, dann sieht der Pfeil anders aus. Ich will einen Platz noch frei haben zu dem Zuckerrohr. Hm, 2, 4, 5. Ah. Kommst wieder weg mit dieses blöde Gras. 2, 4, 6. Nochmal. 2, 4, 6, 7. Ja, wieso nicht? Dann hier. 2, 3. Halt. 2, 4, 6, 7. 8, 9. 9 sollte reichen. Nein, ja doch, doch, reicht. Machen wir sogar eine 7. So, 2 noch. Da kommt der Eingang und hier machen wir einen Weg nach draußen. Das hier ist überdacht und hier kommt dann noch so ein kleiner Gartenzaun, wo es ja auch rumtollen kann. Mit so, was weiß ich. Was weiß ich, wie viel Platz das gibt. Okay, so. Brauche ich hier. Zack. Fenster braucht sie keine, sie kann ja jederzeit hier raus und auch hier kann sie raussehen dann. Wir machen das jetzt mal komplett ohne das normale Holz, sondern mit Holzbrettern machen wir das. Aber erstmal gehen wir pennen. Das ist schon das erste Skelett. Oh, holen wir uns später. Nein! Blödes Skelett, holen wir es uns eben doch jetzt. Was könnten wir sonst noch brauchen? Naja, ich hol's mir später, wenn wir was brauchen. Jetzt mache ich erstmal so weit, wie es geht. Okay, da hinten. Ja gut, rechte Seite wäre auch gegangen. Müsste eigentlich so gehen. Ah, Mist. Ja, zwei, ein bisschen noch. Jetzt. So. Zack. Ich will jetzt nur professorisches Haus. Also nicht professorisch, sondern einfach nur ein einfaches Haus. So rum. Wieder hoch. Okay, und hier mache ich jetzt ein Steindach drauf.
Zack. Zock. Zack. Und schön drauf. So, gleich haben wir's. Okay, das war die erste Schicht. Hier kommt die Erde. Viele Schichten sind das nicht, das wird sogar quadratisch, ich weiß nicht. Könnte sein. Müssen wir danach mal sehen. Ach, das kommt dann sowieso raus. Wenn es quadratisch ist, haben wir oben ein Viereck. So, ich brauche eindeutig mehr Stufen. Bruchsteintreppen. So, mehr geht nicht. Naja, notfalls, ich brauche eindeutig noch mehr. Ich will das ja von innen dann auch noch machen. Das heißt, ich habe zu wenig mitgenommen und ich muss sowieso noch mal ins Haus dann. Dann kann ich auch gleich den Zaun mitnehmen. Jetzt häng ich. Ah, jetzt. Nee, verdammt. Ja, okay, da kommt ein normaler Stein rein. Oder? Warte, warte, warte. Ah, da kommt kein normaler Stein rein. Ups. Sondern. Toll. Da kommt eine Bruchsteinstufe rein. So, und von oben auch nochmal eine. Sobald ich zumindest hochkomme. So, jetzt. Zack. Sieht doch viel besser aus. So, jetzt brauche ich für drinnen noch mehr Stein und den oh, wie heißt es nochmal? Zaun! Zaun! Den Zaun darf ich nicht vergessen. Das sollte reichen. Ich kann das auch gleich mal hier hinter. Und Zaun. Hier. Das sollte reichen. So, Moment, mal kurz. So, da bin ich wieder. Dann machen wir mal weiter. So, ich will da jetzt hoch. Zurück. Wie sieht es eigentlich mit unserem Baum aus? Der ist noch immer nicht groß, oder? Der hier ist schon schön groß geworden, aber der hier nicht, oder? Ja, es ist wieder ein mittlerer Baum geworden. Nee, es ist ein kleiner Baum geworden. Aber das hier stammt. Ah. Das hier stammt doch vom mittleren Baum und ist nicht weggegangen, weil es an dem Baum hier hing. Auch genial. Ja, ist ja egal, kann man ja so lassen. Aber ich will einen großen Baum dann da haben. Machen wir dann später noch. So, jetzt erst einmal, ich habe gar nicht nachgesehen, ob wir Stufen vielleicht direkt hätten, also Treppen.
Zack. So, das sollte hoffentlich reichen. Sehen wir einfach mal. Zack, zack und zack. Sieht schon besser aus. Und ja, sieht schon besser aus, finde ich. So, dann der Zaun. Da brauche ich... Ah, die Zauntüren habe ich natürlich wieder nicht mitgenommen. 1, 2, 3, 4. 3 will ich machen. 1, 2, 3. 4. Ah, immer dieser... Immer dieses Gras. So, hier kann das Pferd raus, wenn es will. Kann auch ein bisschen grasen und rumtollen und so. Und hier kann es schlafen. Da machen wir dann auch noch... Jetzt brauche ich hier natürlich noch... Zauntüren. Und... Da kommt dann... Oder... Ja doch, hier. Moment. Ich hatte mich gerade verschluckt. Entschuldigung. Hier kommen dann 2, 3 Strohballen hin, sobald wir welche haben. Und hier machen wir vielleicht noch einen kleinen Fleck Wolle oder so, wo es sich dann drauflegen kann. So. Was brauchen wir so alles? Wir brauchen Wolle. Und Zauntüren. Ja, der Zaun kann weg. Die Zauntüren brauchen wir. Stein. Ja, wir hatten noch ein paar. Da hatten wir auch noch was. Das bleibt. Die Samen kommen weg. Der Pfeil hier kommt weg. Schutz 2, geil. Okay, wir haben Türen. Wolle. Das hier auf jeden Fall und dann noch einfach mal so. Oder schwarze Wolle? Ja, nehmen wir die schwarze Wolle mit. Okay, sonst noch mal sehr gut. Die Strohballen haben wir ja noch nicht. Leider. Aber da können wir ja mal sehen, wie weit der Weizen ist. Wieso habe ich jetzt eigentlich alle 10 Zauntüren mitgenommen? Es reichen ja 2. Kommt es da überhaupt durch? Ich hoffe schon. Notfalls kann man ja das auch noch wegmachen. So, Beleuchtung brauchen wir noch. Hier noch. Da noch. Hier eins und da eins. Das passt schon. Und jetzt hier drinnen noch.